So, hallo, herzlich willkommen. Heute sind wir in der Höhle der Furcht beim Endboss, dem Maulwurf. Ja, wenn seine Gesundheit bestimmt Niveau sinkt, wird er unverwundbar. Es ist echt nicht einfach, den zu killen. Ich habe schon ein paar Mal versucht, habe jetzt mal ein anderes Deck gemacht. Habe jetzt mal mit drei Bogenschützen, zwei Magier und einen Krieger versuchen wir es jetzt mal. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Ja, aber es sieht genauso scheiße aus wie vorher. Er fällt immer knapp runter und fängt wieder an. Hängt er. Okay, Beleber, wenn der Beleber weg ist, Heiler. Ja, auch der Eiszauber funktioniert nicht, ne? Er bleibt nicht wirklich stehen und verliert dadurch viel Energie. Das bringt leider auch nichts. Okay. Mal gucken, wenn die weg sind, dann fällt die Energie. Wenn die Magier weg sind, fällt die Energie. Sind die Magier wieder da? Ja, und jetzt sieht man es ganz deutlich, ne? Jetzt kann er ihre Energie verlieren. Und jetzt sind sie wieder da, es lädt sich wieder auf. Okay, also es hat was mit den Magiern zu tun. Ja, ich verschwende halt noch ein bisschen Eismagie. Okay, also gut. Müssen wir ein bisschen an den Magiern arbeiten. Dann wird es, glaube ich, ganz gut funktionieren. Müssen wir ein bisschen umstellen. Okay, gut. Okay, also müssen wir doch ein bisschen an den Magiern noch rumspielen. So funktioniert es nie. Also die mit den Bogenschützen hat es keinen Wert. Ja, war ein guter Versuch. Mal versuchen, probieren. Okay, gut, also Bogenschütze raus, Krieger rein, zweite Krieger. Aber wir brauchen ja Energie. Jetzt gucken wir mal hier. Beleber. Okay, brauchen wir Beleber. Ja, machen wir mit Beleber. Den nehmen wir raus. Okay, die Runen entfernen wir natürlich, klar, die nehmen wir für den nächsten wieder weiter. Okay, so machen wir es, genau. Alles klar. Mhm. Nehmen wir den. Okay. Ja, also ich glaube, so müsste es dann passen. Also, wir haben die Heilung rausgenommen und gehen nur mit Beleber rein. Also probieren wir es nochmal das Ganze. Nummer 150.000 Äpfel. Das ist schon eine ganz schöne Nummer eigentlich. Oh ja, okay, ein bisschen Eiszauber sollten wir vielleicht noch mitnehmen. Ne? Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Aber ein wenig mehr Energie. Mal probieren. Schauen wir mal. Genau, bauen wir gleich mal ein paar neue, dass wir die für das nächste Mal auch noch mehr haben. So, also los geht's! So, let's go, ready to rumble! Ja, sieht doch gut aus. Er lädt sich nicht mehr auf. Und es hat nur was mit den Heilern zu tun gehabt. Wahnsinn, so eine Kleinigkeit. Ja. Aber ihr wisst, wie ihr es anders machen müsst in Zukunft. Ihr seht es hier jetzt. Aber leider ohne ganze Magie. Magie funktioniert es natürlich auch nicht. Aber ja, so läuft's. So, ja. Aber es ist doch nicht ganz so einfach. Es wird doch ein bisschen enger. Ne? Aber ich habe ja hier einen Wiederbeleber drin. Dass er alles wiederbelebt, das super, hat funktioniert.
Also, wir stellen fest, keine Heilung mit rein, nur Beleber an Magier oder nur Chunks, wie auch immer, wie ihr möchtet. Das müsste eigentlich auch dann funktionieren. In der Kiste war jetzt etwas über Berauschendes mit drin. Ein ganz normaler Siegelring. Alles gut. So, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken. Kommentiert mich, stellt mir Fragen, wie auch immer. Bis demnächst.